Sie leisten eine ganze Menge, ohne groß Aufsehen darüber zu erregen. Nein, wir sprechen heute nicht über unsere Eltern. Shoutout an alle Mamas und Papas da draußen. Sondern wir sprechen über... über Kevlar Jeans. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute hier auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß das sehr zu schätzen. Wenn du noch kein Abo dagelassen haben solltest, dann solltest du das hier gerne mal kostenlos tun. Lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar habe ich unsere Instagram-Community gefragt, wie viele von euch nutzen denn ihr Motorrad auch im Alltag? Und dazu habe ich letzte Woche Sonntag schon ein Video zu gemacht, nämlich die ideale Motorrad-Alltagsausrüstung. Und genau die perfekte Ergänzung dessen ist eigentlich eine Kevlar-Jeans, die nämlich dann ihre Stärken ausspielt, wenn wir zur Schule fahren, zur Arbeit fahren und uns dort nicht umziehen können. Das heißt also letztendlich den ganzen Tag mit unserer Motorrad-Ausrüstung rumlaufen müssen. Aber es ist genauso, auch wenn wir einkaufen gehen, wenn wir zu Freunden fahren etc., in die Stadt gehen, all das, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, was wir mit dem Motorrad so machen, ohne uns dann umziehen zu können. Und genau da spielt die Kevlar Jeans ihre Stärken aus. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie gut schützt sie und vor allen Dingen, welche unterschiedlichen Formen gibt es. Und lasst mich kurz ein bisschen weiter vorne anfangen. Vor 6, 7 Jahren hatte ich meine erste Kevlar Jeans und musste da sagen, ich dachte, das wird nie was. Die war super klobig, weil sie aus mehreren Schichten noch bestand. Super unförmig auch. Meine Beine sind nicht so lang. Das war viel zu lang. Das war eine Katastrophe. Das ist es jetzt definitiv nicht mehr. Und wir werden uns heute eine Jeans anschauen. Da seht ihr, ohne Scheiß, es sieht niemand mehr, dass das eine Kevlar Jeans ist. Es gibt keine optischen und vom Tragegefühl Unterschiede mehr. Deswegen hat sich eine ganze Menge getan. Aber lasst uns zunächst anschauen, welche Unterschiede gibt es denn bei Kevlar Jeans sowohl optischer als auch sicherheitstechnischer Natur. Und damit starten wir jetzt ins Video. Ich habe hier eben ja schon eine ganze Menge ins Bild geworfen an Kevlar Jeans. Es gibt so viele verschiedene mittlerweile. Es gibt halt einfach die letztendlich normal aussehen. Und das ist auch gleich die, die ich eben meinte. Es sieht hier niemand mehr, dass das eigentlich noch eine Kevlar Jeans ist. Ich blende euch auch immer Tragebilder ein, sodass ihr euch das richtig vorstellen könnt. Es sieht hier niemand mehr. Und das ist eine Schicht Material letztendlich und dadurch ist die halt auch nicht dicker als eine normale Jeanshose. Ohne Scheiß. Es ist einfach wie eine normale Jeanshose. Das hier ist jetzt von Replay eine Hose, die dann aus einer Schicht auch gefertigt wird, weswegen sie eben sich anfühlt wie eine normale Jeanshose. Wenn ich hier jetzt mal ein bisschen grabe, dann haben wir hier eine Jeanshose, eine Motorradjeans einer anderen Marke, die eben noch so ein bisschen mehr klassisch ist. Denn, wenn wir das hier mal aufmachen, dann sehen wir hier ein gelbes Material. Das Ganze ist nämlich das Kevlar-Material, beziehungsweise Kevlar ist ja eigentlich nur ein Markenname. Es ist eine Aramidfaser und sehen dann hier auch genau, wo die geschützten Bereiche sind. Nämlich überall, wo es gelb ist, haben wir eben die Aramidfaser. Die haben wir hier im Kniebereich, die haben wir auch in den Hüftbereichen. Eben die exponierten Stellen. Hier ist es auch nochmal genau, zack, also genau die Stellen, wo wir eben im Falle eines Sturzes am ehesten drauf fallen und dann über den Asphalt rutschen. Und hier bei den Replay Jeans ist es eben anders. Hier haben wir ein anderes Material, was selbst abriebfest ist. Dementsprechend ist es auch einfach viel leichter, so eine Jeanshose, als jetzt mal eine klassische. Denn wir haben eben nicht mehr diese zwei Schichten, denn hier haben wir ganz normales Baumwollmaterial, wie eine normale Jeans und darunter eben dann die abriebfesten Schichten. Und das ist hier bei diesen hier, die ich mitgebracht habe, alles eins. Dann sind es natürlich auch die Passformen, die sich unterscheiden. Es gibt hier halt mittlerweile auch Slimfit-Hosen, die wirklich dann auch eher den Look kreieren einer normalen Jeanshose. Denn ich denke, die wenigsten von uns laufen mit total weiten Jeans in der Freizeit rum. Und das war eben bei den ursprünglichen, bei den ersten Kevlar-Jeans bzw. Motorrad-Jeans-Modellen total so. Also das haben wir in der Form halt auch nicht mehr. Diese Jeans hier, ich verlinke euch die auch alle unten, ihr wisst schon, Werbung, ist noch so ein bisschen in die alte Richtung. Die ist weiter geschnitten und die ist gerade hier eben ein bisschen höher geschnitten. Das ist insofern fürs Motorradfahren selbst ganz schön, als dass dann eben gerade bei einer sportlichen Position der Rücken nicht frei ist. Sieht aber ein bisschen gediegen aus, wenn er jetzt dazu ein Hemd anziehen würde. Das heißt also auf dem Motorradtreffen oder in der Freizeit ist es alles cool, wenn ihr wirklich damit zur Arbeit fahrt und zumindest eine vernünftige Jeans haben wollt, also die eben wirklich nicht nach Motorradausrüstung aussieht, das ist der einzige Unterschiedspunkt, dann nehmt sowas. Die ist normal geschnitten, die ist eben das dünne, wir haben hier das Stretchmaterial, also da gibt es schon Unterschiede, deswegen will ich euch jetzt gar nicht konkret eine Jeans empfehlen, sondern achtet darauf, auf den Schnitt, wie hoch ist die geschnitten, auf die Weite, um da einfach dann auch glücklich zu sein für euren Anwendungszweck. Denn ich weiß ja nicht, ob ihr damit zum Motorradtreffen fahren wollt oder auch eben zur Arbeit, weil dann
ist sowas tendenziell nicht ganz so cool. Einfach, wenn er dazu irgendwie euch schicker kleiden müsst, auch vor der Arbeit. Dann gibt es natürlich auch die wichtigeren Unterschiede, nämlich die im Punkto der Sicherheit. Wir haben hier verschiedene Abriebfestigkeitsstufen. Das kann sein, dass sie freigegeben sind bis 45 km/h, Sturzgeschwindigkeit, sodass sie dann eben nicht durchgeschliffen ist. Das kann aber mal hochgehen bis 60 km/h. Auf jeden Fall sind wir irgendwo immer im innerstädtischen Geschwindigkeitsbereich, wo diese Jeans einfach ihre Stärken ausspielen. Auch darüber hinaus bieten sie natürlich Schutz, aber es ist eben nicht gewährleistet, dass sie dann wirklich, wenn ihr mit 80 absteigt und schlittert, dass sie dann wirklich auch noch heile sind, wenn ihr zum Stehen kommt. Aber nichtsdestotrotz hat sie euch natürlich auf dem Weg dann auch geschützt und die Verletzungen sind dementsprechend geringer. Wenngleich, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass eine Lederkombi natürlich der sicherere Punkt ist, aber eben die Alltagstauglichkeit, die hier sehr, sehr gut ist. Dann unterscheiden sich die Hosen auch noch darin, haben wir hier die Möglichkeit, an der Hüfte genauso wie an den Knien Protektoren einzusetzen oder ist das nicht vorgesehen? Ist das vielleicht sogar schon im Lieferumfang enthalten? Wir haben es hier eben schon gesehen. Ich ziehe sie noch einmal um. Also bei dieser Jeans sind hier Taschen drin, da könnt ihr dann einen Knieprotektor hineinpacken. Genauso ist es eben an der Hüfte, wo ihr dann hier noch einen Protektor reinpacken könnt, sodass ihr beim Sturz auch so ein bisschen gepolstert seid. Also das ist schon ganz cool und das ist dann auch irgendwo das Maximum der Sicherheit, was wir aus einer Kevlar Jeans herausbekommen. Dann ist sie aber auch realistischerweise eher eine Jeanshose, die ich dann tatsächlich zum Motorradstammtisch anziehe, denn dann ist sie nichts mehr, was ich jetzt großartig auf der Arbeit anlassen kann, denn diese Protektoren, die sieht man natürlich immer, dann sieht man die relativ breite Hüfte und man sieht die Knie, die dann eben so ein bisschen so aussehen wie ein Bauarbeiter, der so Knieschützer zum, oder ein Fliesenleger, der Knieschützer drin hat in seiner Arbeitshose, um eben gepolsterter sein, ja, die Fliesen legen zu können. Währenddessen, es gibt hier halt auch andere Jeanshosen, die dann sowas gar nicht vorsehen. Die haben dann zwar die Abriebfestigkeit, aber die haben dann nicht zwangsläufig noch die Möglichkeit, dann Protektoren nachzurüsten. In diesem Fall hier ist es so, hier haben wir keinen Hüftprotektor, sondern hier haben wir nur eine Tasche für einen Knieprotektor. Beziehungsweise haben hier sogar einen drin. Ich zeige es euch auch einmal. So sieht sowas dann aus. Also das ist natürlich auch nicht vergleichbar mit einem Protektor, der in der Lederkombi drin ist. Aber das ist vielleicht noch das Erste, was ich dann auch auf der Arbeit drin lassen würde. Also ich kann auf der Arbeit anziehen, was ich will, wenn ich hier nicht gerade in Jogginghose komme. Aber ich hätte sowas gar keinen Stress. Aber auch wenn ihr jetzt nicht in diesem Bereich arbeitet, ist das eine Top-Hose. Also bei sowas wird euch dann kein Nicht-Motorradfahrer sagen können, dass das eine Kevlar-Jeans ist, die jetzt im Verhältnis zu einer normalen Jeanshose eine deutlich höhere Abriebfestigkeit hat. In der optischen Gestaltung ist es dann eben genauso. Es gibt dann Jeans, die sind total undercover, da sieht man überhaupt nichts dran. Und es gibt welche, die wollen dann schon zeigen, hier, wir sind Motorradbekleidung, die sind dann farblich abgesetzt oder haben große, aufwendige Stretch-Bereiche und sowas. Ja, das ist dann eben so der Unterschied. Was kann ich euch jetzt empfehlen? Also, wenn ihr damit in der Freizeit unterwegs seid, in der Stadt fahrt oder auch zum Motorradstammtisch etc. etc., dann nehmt wirklich eine Kevlar Jeans mit Knieprotektoren, mit Hüftprotektoren drin und natürlich einer möglichst hohen Abriebfestigkeit. Also nehmt da vielleicht die 60 km/h oder zumindest die 45 km/h. Und wenn ihr damit zur Arbeit fahrt, dann, und das ist auch eher noch ein Freizeitding hier mit den Cargotaschen, und wenn ihr zur Schule oder zur Arbeit fahrt, wo er dann auch nicht auffallen wollt, hier diese. Also da sieht man beim besten Willen, sieht man da nicht, dass das noch eine Kevlar Jeans ist. Das ist dann wirklich top für die Arbeit und das ist auch noch gar nicht so lange draußen, dass man wirklich eine Slimfit Hose hat und ja, macht schon ein bisschen her. Sind natürlich ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen kostspielig, muss man einfach sagen. Wenn ihr da wirklich was haben wollt, was die Sicherheit mitbringt, aber nicht optisch auffällt, dann ist es im Moment noch ein bisschen teurer. Deswegen wartet einfach eine gute Rabattaktion bei uns ab. Aktuell, Hot Sale. Also schaut da gerne auf unserer Homepage mal vorbei. Und dann, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne positiv bewerten. Hier ist unser Kanal, den kannst du abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und hier ist das Video zu den Alltagsbekleidungsgegenständen. Top! Alltagsbekleidungsgegenstände. Das ich neulich gerade gemacht habe. Und jetzt wünsche ich dir eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao.